So, herzlich willkommen. Nächstes Dino Day Video vom heutigen Tage. Neues Video von Savage Scooter. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid gut drauf. Ich bin gut drauf. Heute ist hier irgendwie Frühling ausgebrochen bei uns. Geiles Wetter, geile Leute da. Ein paar Aachener Jungs da. Heute werden wir ein bisschen hier feuern. Also richtig feuern, hoffe ich. Und mal gucken, was wir rausholen können aus den ganzen Strategen. Und das wird echt ein cooler Tag. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei dem Video. Wenn es euch dann im Anschluss gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Würde mich freuen. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Video. Erster Roller steht vor mir, es ist eine PX. Stell dich kurz vor, sag, wer du bist und wo du herkommst. Hi, ich bin der Paddy aus Darmstadt. Das ist mein Roller. Ja, und im Endeffekt ist es so mein Daily Driver, mit dem ich auch im Sommer gerne mal in Alpen unterwegs bin. Und der hat im vierten Gang so ein Defizit, das ich irgendwie nicht wegkriege. Und hoffe mir, dass wir das heute irgendwie ausmerzen können, dass er auch im vierten losmarschiert. Und halt im Rahmen seiner Möglichkeiten halt dann doch irgendwie gut läuft und Spaß macht. Gucken wir mal, was hast du denn verbaut? Das ist ein 210er Malossi mit Langhubwelle, 60 mm. MAR oder Sport? MAR. Steuerzeiten, hast du die aus dem Kopf? Nö. Sitzt ja weit unten oder weit oben? Ich habe ihn recht mittig gesetzt. Recht mittig, dann müsstest du mindestens 125, 185 haben. Weil der hat, wenn er ganz unten sitzt, schon 125, 180. Und das ist das Problem beim MAR, je tiefer er sitzt, ist er eigentlich schon für eine Box übersteuert. Jetzt hast du aber einen Resopev. Scorpion. Mhm. Das heißt, wir könnten da eventuell, dann hast du wahrscheinlich so 128, 188, schätze ich mal. Oder irgendwo zwischen 125, 128, 185, 190. Das heißt, der wird oben raus. Das können wir gleich mal gucken, ob das Diagramm das hergibt. Aber ich schätze mal, dass der so bei 8,5 pieken wird. Also das Problem ist halt, ich habe viel probiert schon. Ich habe jetzt einen kurzen vierten Gang drin. Ja. Hab auch schon mit den Steuerzeiten gespielt, Lösung gespielt und ich habe die ersten drei Gänge marschiert er gut durch. Und im vierten Gang hat er bei 100 km/h so ein Loch. Ja. Wenn du dann in den Windschatten gehst, dann zieht er auch weiter hoch. Dann, aber der braucht einen Moment und dieses Loch will ich halt wegkriegen. Und gerade wenn wir in den Bergen unterwegs sind, ja, so gerade die letzten Meter, wenn du die 2500er hochfährst, da hast du halt wirklich schon, ist Feierabend. Da machst du im ersten zwei Gängen. Das Problem haben viele. Das Problem haben viele. Das ist der Klassiker. Das ist also das klassische Problem. Mein Tipp an dich wäre, kauf dir die BGM Nebenwelle mit Kurz 3, Ultra Kurz 4. Mhm. Der wird in der Gesamtübersetzung her nicht deutlich kürzer, aber die Gangspreizung zwischen 2, 3 und 3 auf 4 wird kürzer. Das heißt, du steigst von dem zweiten in den dritten und vom dritten in den vierten jeweils mit einer höheren Nenndrehzahl.
Drehzahl ein. Das heißt, wenn du vom zweiten in den dritten gehst und vom dritten in den vierten, dann fällt er ja drehzahlmäßig in einen Bereich, wo er noch keine Kraft hat oder wo er wenig Kraft hat. Und diese Umdrehungen, diese quälenden 500, 700 Umdrehungen, die du brauchst, um in den Bereich zu kommen, wo das Ding dann zubeißt, die sparst du dir mit dieser Nebenwelle, weil die Spreizung der Gänge deutlich kleiner wird und die Einstiegsdrehzahl vom zweiten in den dritten, vom dritten in den vierten wird höher. Das heißt, der befindet sich dann in einem potenteren Drehzahlbereich. Ja, muss man ganz klar so sagen. Also wenn wir das jetzt hier nicht ganz wegkriegen, dann wirst du wahrscheinlich auf eine Nebenwelle mit Kurz 3, Ultra Kurz 4 umsteigen müssen und dann wird das funktionieren. Dann bin ich mir ganz sicher. Ich fahre übrigens diesen Nebenwelle auch in dem 45 PS CUDA. Ne? Ist ja eigentlich absurd, dass man sagt, wie kannst du so eine Nebenwelle fahren, aber die Gangharmonie ist einfach ein Traum. Du hast diese Löcher, in der er dann fällt von 2 auf 3 und 3 auf 4, die hast du nicht mehr. Du hast gefühlt, bop, 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 immer sauberen Angriff. Das hört sich jetzt ein bisschen gaga an, wenn man macht, aber es ist so. Ja. Kenner wissen, was gemeint ist. Ja, Kenner wissen, was gemeint ist. Ja, die Videos gucken ja zum Glück nur Kenner, ne? So. Nein, cool. Also ich freue mich, du hast einen 24er drauf. 24er. Du hast den originalen Deckel drauf. Den originalen Deckel drauf, originalen Luftfilter mit Herz. Offen. Komm mal rum, ich erkläre nochmal was. Worst-Case-Szenario bei dem Ding ist halt der Luftschlauch, ne? Weil viele glauben ja, dass die Ansaugluft hier oben herkommt. Die kommt aber von da vorne. Ja. So, das heißt, du hast, ich sag immer, 2 Meter Ansaugweg. Langen Weg, ja. So, die Luftsäule da vorne kriegt da nicht mit, wenn der Schieber aufgeht. Und bis diese Luftsäule sich in Bewegung setzt, hast du halt echt das Problem. Wir stellen den jetzt mal drauf, wir messen den mal und dann gucken wir im Anschluss mal. Ich schau mal, ob ich das euch im Anschluss einblenden kann, ob wir da und was wir dann da rausholen konnten. Gucken wir mal. Vielleicht machen wir auch noch ein kleines Kamerastatement danach. Mal schauen mal. Also wir stellen ihn jetzt erstmal drauf und gucken, was passiert. Also, los geht's. Einen Unfall hatte, ja, das ist halt überhaupt erst für mich kann. Eine der besten Bremspumpenhalter überhaupt, MMW. Du hast die Pumpe, also das ist so geil, hier, weil das einfach die Vergaser sind. Der redet halt auch mit mir, ne? Hier war ein Riesenloch unten bei 4, das haben wir fast weggekittet gekriegt. Hier, da, das war so ein Puckel. Dann fiel der in ein Loch und dann ging der wieder hoch.
genial, oder? Ja. Out of the box. Komm ich auch noch mal vorbei hier. So, dann komm mal ran, dann schauen wir uns das mal an. Also. Der läuft sehr bescheiden. Also wirklich wie ein Sack Nüsse. Deswegen bin ich hier. Ich zeig dir das auch, was ich meine. So, pass auf. Du siehst, dass der im Vorreso-Bereich mehr Drehmoment entwickelt, als er eigentlich, wo er mit den Steuerzeiten und der Drehzahl addierend die Leistung werfen sollte. Da wirft er nichts. So. Warum wirft er im Vorreso-Bereich mehr Leistung, als eigentlich zu seinem Leistungspeak bei, ich habe gesagt, er müsste bei 8,5 peaken von den Steuerzeiten. Da kommt er gar nicht hin. Der läuft super wellig, das heißt, der steigt hier gut an, dann fällt er in dieses resotypische, in diese resotypische Delle, aber da kommt der nicht so wirklich raus, weil du siehst mal, du hast mal hier locker 1500 Umdrehungen, wo der in diesem Loch verharrt. Ja. Jetzt habe ich auf dem Prüfstand festgestellt, im vierten Gang bist du bei 117 km/h auf der Rolle, also GPS, wo der Leistung entwickelt. Da kommst du ja im Leben nicht hin. Und das ist genau dein Thema. Deswegen zieht er im dritten, also im Grunde fährst du einen Dreigangroller. Ja, genau. Den vierten Gang hast du halt noch drin, weil du irgendwie den Platz auf der Welle verbrauchen musst. Bergab geht's dann. Ja, aber bergab geht's dann, genau. 90 Grad Gefälle und Orkan im Rücken. Den müssen wir gleich unbedingt auseinandernehmen. Weil da, ich schaue mal, ob wir euch dann im Nachgang nochmal dazu nehmen irgendwie. Aber da müssen wir auf jeden Fall was machen, weil das ist so, also da geht mehr. Das ist eine ganz schlechte Kurve, der bricht auch nach dem Peak direkt zusammen. Was er eigentlich nicht dürfte, weil durch die Matsu-Welle hast du so lange Einlasszeiten, ja, dass die eigentlich ohne, hast du den Einlass gefräst? Nee. Nix. Dann ist die Einlasszeit schon relativ gut, dass sie den MHR da oben bespielen müsste. Ja, aber also ich habe mit mehr 18,6 PS und 18,6 Newtonmeter das muss besser gehen. Und ich glaube, da werden wir mit dem Vergaser ganz entscheidend nachhelfen können. Das wäre super. Ja, so. Aber das gucken wir uns später an. Jetzt machen wir erstmal weiter. An der Stelle erstmal schönen Dank, dass du da warst. Hat mich mega gefreut. Und wir gucken uns das Mädchen gleich an. Der nächste Herr, die gleiche Dame. Machen wir weiter. Bis gleich. Ich müsste mal die Batterie wechseln. Und hat mehr Leistung. Ja. Du hörst das schon am Klang. Der Roller, der wird schon nochmal, wenn du den auf die Rolle, der wird sich völlig anders anhören. Der will halt auch nicht den Standgas zurück. Der dreht halt auch nicht wirklich hoch. Nicht. Oh, der gleiche Herr, die nächste Dame. Nee, umgekehrt. Die nächste Dame, der gleiche Herr. Was auch immer. Ja, Holger, stell dich kurz vor, sag, wer du bist und was du hast. Hallo, ich bin der Holger. Komme aus Alsdorf. Boah, man merkt es Frühling, ne? Wir stehen voll in der Sonne. Fahre jetzt seit 4 Jahren wieder eine alte Augsburger T4. Soweit es mir möglich ist und die Zeit da ist. Ab Frühjahr fahre ich eigentlich tagtäglich. Und, Hast du die komplett neu aufgebaut? Komplett neu aufgebaut. Ist Baujahr 63. Geiler. Stand 25 Jahre bei einem Kumpel. Der hat aber kein Interesse mehr dran. Ja. Und hat sie mir auch dann vermacht, nach vielen Anfragen und so weiter. Ja, Farbe ist Audi Nardo Grau. Ist ein 177er Stelvio mit 24er SI verbaut, BGM Box. Und Version 2? Ja, müsste sein. Ne? Ja. Übrigens, man sieht an deinem Krümmer, der Krümmer ist sehr, sehr hell, ist schon fast weißlich. Die läuft zu mager. Ne? Kann man ganz gut. Da war ja auch ein SIP Evo drunter. Und von der Düse her ist wahrscheinlich zu überdüst. Könnt ihr euch auch merken, es ist so, wenn die Krümmer sich hell verfärben, also schwarze Krümmer Richtung weiß gehen, ist das ein Zeichen für euch, dass ihr sehr heiße Verbrennung habt und relativ mager im Vorlastbereich oder im Hochdrehzahlbereich seid. Ja? Und das deutet mir also schon mal darauf hin. Mhm. So, gut, dann gucken wir mal, was wir können. Ja. Und dann stellen wir die Dame mal drauf und reißen mal einen auf die Walle. Los, auf geht's. Okay.
komm mal her, dann gucken wir mal. Hier so im Mittleren, ne? Also, wir sehen, dass wir... Männer! Nicht so laut. Die feiern voll die Party hier. Ich versuche hier seriösen Journalismus zu machen. Also, du siehst, der dreht ziemlich laggy hoch. Also der ist, der will nicht so wirklich. Dann leistungsmäßig knappe 14 PS mit 14 Newtonmetern. Das ist für ein Stelvio in dem Setup eher, also sie hatte fast 8 PS mehr. Also ja, da geht auf jeden Fall noch was. Also das ist, er klingt jetzt erstmal harmonisch, aber wenn du beim vierten Gang, und ich habe ihn im vierten Gang voll in die Last genommen, er hat lange gedreht, und wenn du dann aus dem Gas gehst, dann weigert er sich wirklich kontinuierlich in Standgas zurückzugehen. Nee, so merkt man das ja auch beim Fahren. Ja. So, und das ist einfach schlecht. Ne? Ja. Also da müssen wir auf jeden Fall ran. Mhm. Ja, da merkt man, dass der Vergaser deutliches Potenzial nach oben hat, dass wir da noch was dran tun müssen. So sieht die Kurve ja mal harmonisch aus, aber 13 Newtonmeter, ne, da müssen wir auf jeden Fall mal ran. Ja. Ja. Okay. Ansonsten, ich habe jetzt mal die Kurve mit der höchsten Leistung, die 14 PS. Ja. Warte mal, wir haben noch hier nochmal 14,1. Ne, das sind jetzt nur 0,3 PS mehr. Ja, das war der vierte Gang. Wenn du jetzt mal den vierten Gang im Vergleich nimmst, da muss er halt viel, viel länger in die Beanspruchung, in die Kraftentfaltung gehen. Und da merkst du, da stemmt er dann auch, ne, aufgrund der längeren Übersetzung, stemmt er auch mehr Kraft in das Hinterrad. Aber es ist auch ein bisschen weller Form. Ja, also da wäre ich nicht mit zufrieden. Und da gehen wir auf jeden Fall mal dran. Du siehst, dafür bin ich hier. Da geht es leistungstechnisch... da muss es einfach weiter nach vorne gehen. Ne? Ja. Wir gucken mal, was wir rauskriegen können. Ne? Ja, aber erstmal schön, dass du da bist. Vielen Dank dafür. Da sieht man mal, ne, 177er Stelvio. Der gleiche Zylinder hat auf seinem Roller 42 PS geworfen. Der ist natürlich, ne, mit Messer und Gabel wurde da nochmal nachgeschärft. Ja. Aber da sieht man mal, was der Zylinder für ein Potenzial hat. Und ne, aber gucken wir mal, was wir rauskriegen. Ja. Ja? Schön, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten weiter. Ja. Sag mal, warum hast du dieses Kabel da immer wieder abgemacht? Warum ich das Kabel abgemacht habe? Wenn ich in die steigende Drehzahl gegangen bin, dann kamen undefinierbare Zündsignale und dann hat der Zeiger immer geschlagen. Ja, und um das einfach optisch, das ist einfach, der hat ja die Getriebeübersetzung gemessen, das heißt, der holt sich die Leistung über die Umdrehungsgeschwindigkeit der Rolle. Das heißt, ich brauche nur beim Getriebemessen das Zündsignal, weil er aus Kombination Rollenumdrehung und Zündfunken mir das Getriebe oder die Getriebeübersetzung errechnet. Und die brauche ich nur beim Einmessen des Getriebes, danach brauche ich die nicht mehr. Deswegen habe ich die abgemacht, weil er halt hinten raus mit einem Zündungssignal, was der Stecker abgetastet hat, das sah halt scheiße aus. Also es hatte keinen technischen Grund, sondern einfach nur einen optischen Grund. Ne? Aber gute Nachfragen. Sehr gut, sehr gut. Okay, nächster Roller. So. Aber wir können auch da, bleib stehen da, komm, geh du eben noch da drüben. Komm hier rum. Ja, wir müssen ja mit der Sonne. Oder bleib da, genau. So. Nächster Roller. Ein altbekanntes Gesicht. Ist ja nicht so, als ob du dich schon mal hier auf dem Kanal aufgetaucht wärst. Hallo Michael, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, immer gerne. Spontan mal. Ne? Was hast du uns heute mitgebracht? Meine Moto Vespa erste Serie. Ja. Da ist auf einem LML-Block. Meinem 200er Getriebe ein Stelvio drauf. Auch ein Stelvio? Auch ein Stelvio. 60er Welle? 60er Welle. Mhm. Hersteller nenne ich jetzt nicht. Dann ist der Auspuff? Auspuff ist ein von Pipe Design die Talkbox. Ja. Und Vergaser ist vom Joff der. Vom Joff. Vom Joff der Vergaser. Das heißt, du hast einen 2724 genau. Mit dem eingefrästen Venturi. Richtig. Das ist schön, dass wir den mal da haben, weil der Joff macht vergasertechnisch auch sehr, sehr gute Sachen und der hat das SI-Thema auch sehr gut im Griff. Und es ist schön, mal einen Vergaser hier zu haben. Wir hatten den Vergaser auf dem, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, mit dem Conversion Kit. Da hatten wir mal einen Joff-Vergaser drauf, der hat auch sehr gut funktioniert. Ja, ich muss sagen, ich bin zufrieden. Der ist sehr kurz übersetzt mit einem. Was hast du drauf? 2165. Es ist halt digitales Fahren, ne? 1-0. Ja. 1-0. Ist halt irgendwo bei 90, 95 ist das fertig, aber da war auch nicht der Gedanke, da mit heizen zu wollen. Aber das Geile ist, wir haben da ein Stelvio mit einem 24er mit einem Boxauspuff, wir haben hier ein Stelvio mit einem anderen Vergaser-Setup. Also der Grundgedanke ist hier der gleiche. Das
ist halt ein anderer Vergaser. Und jetzt bin ich mal gespannt, wir haben 14 PS gerade geworfen, ne? 14 PS, 14 Newtonmeter. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hierbei rauskommt. Und das ist vom Vergleich für euch ist das super zu sehen. Nahezu identischer Motor. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist der Block. Das ist ein LML-Block, das ist ein Drehschieber-Block, aber du hast ja die Membran drunter, ne? Ja, dann habe ich einmal, ich glaube, das ist ein Grauguss, ne? Dann habe ich hier oder hast du auch einen Drehschieber? Ist auch Drehschieber. Ach, dann hast du auch, das ist ja, perfekt. Ja, ja, das ist perfekt. Also können wir die beiden Roller mal direkt miteinander vergleichen. Ja, er hat, glaube ich, 57 Hub oder was hat er, ne? Holger, hast du 60 Hub oder 57? 57. Na gut, aber 14 PS ist halt, wir gucken mal. Ja. Das ist auf jeden Fall mal ein sehr interessanter Vergleich. Ne? Gut, dann heben wir die Mutti mal drauf und dann schauen wir mal, was drin steckt. Sag mal. Okay. Geil sieht die schon aus. Das ist. Aber es ist halt auch vom Fahren her. Ich habe immer das Gefühl, du lenkst halt. Ist ja keine PX, ne? Ja. Soll ich sagen? Ja, stimmt. Also auf einer Lami würdest du mir tatsächlich noch besser gefallen. Boah. Komm, schieb! Du kannst es aber auch nicht lassen, ne? Ich kann ja äußerst penetrant sein, ja. Er ist der Grund, warum auch dieses Lami-Thema immer wieder präsent ist bei mir. Ne? Weil er mich total piesackt. Komm bloß nicht mit der Lami vorbei. Die gestern war so geil. Die war so geil. Ich muss mir vorstellen. Das merkst du schon auf dem Prüfstand, dass das ein völlig, völlig anderes Fahren ist. So. Oh ne. Oh, da ist der Rahmen aber deutlich kürzer. Hier müssen wir nochmal bei. Ich habe jetzt letztens einen geilen Spruch gehört. Sexueller Selbstversorger. Ach, Junge. Mal gucken, wie die 12 PS performen. Ne? Ja. Ori-Zündung? Ja, ne? Ja. Statisch. Ne, VMC. Ne, ist nur abgedrehtes Original-Lifterrad, VMC-Lifter drauf. Ah, okay. Ich habe übrigens mit den VMC-Zündungen konsequent schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ne, das ist original drauf. Ja. Du hast das originale Polrad abgedreht und dann hast du den anderen Lüfter da drauf. Deine Zündung macht mir mein ganzes System kaputt. Okay. Der Bildschirm schaltet sich immer ab, weil er irgendwelche lokalen Signale kriegt.
War ja klar. Ich habe jetzt 3 Zündfunksignale habe ich jetzt eingegeben, obwohl das eine Originalzündung sein soll, ne? Kann sein, dass der Kerzenstecker nicht entstört ist, aber... Zündkerze gleich nicht entstört. Kann auch sein. Es ist ein bisschen seltsam, ja? Keine Ahnung. Was hast du denn da mitgebracht? Der heilige Gral. Ja, genau. Das mal hinkriegen. Ja. Rückstand kaputt, man geht auch. Naja. Ja. Gucken wir mal, ob wir sie gemessen kriegen. Also das große Problem, was ich habe, ist, dass die Zündung oder beziehungsweise das ganze Zündsystem mir Signale rausschmeißt, die mein Abnehmer nicht deuten kann. Ne? Also wir haben normalerweise bei einer Originalzündung einen Zündfunken. Bei einer Umdrehung kommt ein Zündfunke und da hatten wir eine Nenndrehzahl von 14.000 Umdrehungen. Das haut natürlich nicht hin. Das heißt, ich habe jetzt mal ein bisschen mit den Zündfunken gespielt und mal geguckt, ob ich das irgendwie hinkriege. Haut nicht hin. Das heißt, wir müssen den jetzt über die Leistungsentwicklung an der Rolle messen. Ne? Also wir machen jetzt eine Vario-KMH-Messung und messen jetzt mal ohne Getriebeübersetzung. Und da könnten natürlich ein, 2 PS Toleranz drin sein, das weiß ich nicht. Aber vielleicht Zündung... Vielleicht Zündkerzenstecker, vielleicht Zündkabel, vielleicht sogar Kerze selber. Irgendwas wirft da Interferenzen rein, die mein Zündabnehmer überhaupt nicht leiden kann. Also wir gucken mal, ob wir sie jetzt messen können. Krassen Unterschied von Zylinder zu Zylinder. Ne? Also du hast jetzt hier 18,3 PS. Ne? Er hat, weil wir keine Daten ermitteln konnten, hat er auch den Luftdruck und die Temperatur auf Standardwerte gesetzt. Ich sage ja, da können also ein paar PS unterschiedlich sein, aber wir sind schon relativ nah dran mit 18 PS. Aber du hast beim Beschleunigen oben rausgemerkt, als er auf Spitzendrehzahl war, da oben wollte er gar nicht mehr. Da ist er, ich glaube, er ist sogar noch zu mager. Ja, also ich glaube nicht, dass er zu fett ist, sondern ich bin mir fast sicher, dass er oben raus zu mager ist. Oder wir ein Problem mit der Ansaugluft haben, also sprich zu wenig Luftvolumen da reinpusten. Und das, da hätte ich, glaube ich, noch die eine oder andere Idee, was wir machen könnten. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Nee, heute nicht. Heute nicht. Hat auch keine Eile. Nee, gut, okay. Aber der steht auch schon mal jedenfalls ganz potent da. 18,3 PS. Wir haben es jetzt über die Vario KMH gemessen. Anders war es leider nicht möglich. Aber ja. Das könnte ein 20 PS Bomber sein. Aber dann mit der Übersetzung, alter Vater. Ja, also ich ritzel den einmal hoch, also auf 22. Ja, also das ist schon kriminell. Ja. Da bist du halt sehr schnell, aber du rührst halt auch permanent nur im Benzin. Ne? Ja. Ach, klar. Schön, dass du da warst. Danke dir, mein Alter. Bis zum nächsten Mal. So, das war der Dino Day. Jetzt sind wir durch. Also jetzt kommt der andere Teil. Jetzt gucken wir nachher mal, wie wir zeitlich das packen. Vielleicht packe ich das noch im Anschluss mit dran. Ansonsten machen wir noch ein anderes Video draus. Mal schauen, wie die Jungs auch Zeit und Bock haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar, Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
So, jetzt nehme ich euch nochmal dazu, nochmal als kleinen Nachsatz. Wir haben Patricks Roller jetzt gerade mal neu bedüst, neu abgestimmt, Vergaser verändert und so weiter und so fort. Jetzt, also hier stehen 1, 2, 3, 4 Leute, die das jetzt mitgekriegt haben. Ne? Und ein Kamerakind. Das, ja, genau. Also das, was jetzt hier stattgefunden hat, ist wirklich so. Also das ist jetzt nichts Gefaktes. Ja? So, wir kommen von da und sind da. So, die rote Kurve war die Eingangsmessung vom Dyno Day und die schwarze Kurve ist nach, ja, nachdem ich dran war. Da steht der Mann, also, ne, hier. Sag was. Was soll ich sagen, geil. Also wir haben jetzt von 17,9 auf 24,2 PS, von 18,2 auf 21,2 Newtonmeter. Und ihr könnt euch mal die Kurve angucken. Die Kurve ist bei weitem harmonischer. Guck mal, was wir hier in diesem Mittelbereich, also wir sind in dem Mittelbereich, und du fährst jetzt gleich mal eine Runde und dann sagst du mir, wie sich das anfühlt. So, wir sind in dem Mittelbereich bei 5800 Umdrehungen von 11 PS auf 15,4. Das heißt, wir haben über 4 PS zugelegt. In dem Bereich, wo er wirklich eigentlich schwach ist. So, jetzt machen wir einen Deckel drauf. Dann fährst du und dann gucken wir, was er dann noch sagt. Das nehmen wir dann kameratechnisch auf jeden Fall auch noch mit. Das Grenzen dann noch weitergeht. Ja, genau. Also, ist es durch die Ohren begrenzt. Ne? Probefahrt, bis gleich.